Aldi Nord und Sky beenden die Zusammenarbeit mit Jeremy Fragrance. Er sei des einzigartigen Kapitalverbrechens überführt. Die Kontaktschuld rafft ihn dahin. Er hat sich doch tatsächlich erlaubt, ein Selfie mit mir zu reposten. Das ist in Deutschland verboten. Es sind nur mehr jene Menschen in der Öffentlichkeit und den Instituten für geistigen Dünnpfiff, wie Aldi Nord und Sky gut gelitten, die dasselbe denken, dasselbe sprechen, dasselbe tun. Die gute alte Tante Faschismus zeigt sich wieder. Sie kommt gut getarnt unter dem Deckmantel der politischen Korrektheit daher. Sie versteckt sich gut und wird beschützt von den GutmenschInnen, von den Toleranten, von den Sonntagsdemokraten. Wer hätte das für möglich gehalten? Der gute alte Klumpfuß aus Berlin wäre auf Aldi Nord und Sky stolz. Die sind wahrhaftige Brüder im Geiste. Sie wissen es nur noch nicht. Denn so haben es die Faschisten auch gemacht. Und dann die SED, die KPDSU, die Autokraten, die Diktatoren. Und heute die Privaten wie der Öffentlich-Rechtliche. Und die kleine Minderheit von Meinungsautokraten, deren geistiger Radius genauso kaputt ist wie das Gebiss dieser Hirn- und Zahnlosen. Gottlob spiegelt sich in ihren Gesichtern der charakterliche Zustand. Verkommen sind sie. Andere Meinungen sind verboten, andere Gedanken verpönt. Ein Besuch bei den US-Republikanern, eines Abraham Lincoln, eines Ronald Reagan, eines George Bush oder eines Donald Trump ist eine solche Widerwärtigkeit, die es erlaubt, einen unbescholtenen Menschen in seiner Existenz vernichten zu wollen. Ein Foto mit einem ehemaligen österreichischen Abgeordneten des Parlaments, Präsidentschaftskandidaten, Publizisten und Kolumnisten verurteilt den Dargestellten zur ewigen Vogelfreiheit, zur Verdammnis im Fegefeuer des Mainstreams. Ausgerechnet von Unternehmern, die selbst einen Bruchteil von Kunden haben, die Jeremy Fragrance als Fans und Follower hat. Kleine Mausetrecks arbeiten sich an einem Internetgiganten ab. Kleine, unterbezahlte, neiderfüllte Tastaturhuren vom Spiegel abwärts stellen Menschen an den Pranger, diffamieren sie ungestraft. Deutschland, Deutschland, du bist wahrlich am Ende. Eine Lachnummer für die gesamte Welt.